Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es das gewünschte Geschenketipp-Video von mir geben. Ganz viele haben mir geschrieben auf Snapchat, ob ich nicht mal zeigen könnte, was ich denn meinen Kindern bzw. den Menschen schenke, die ich liebe. Das mache ich heute hiermit sehr, sehr gerne. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei, ein kleiner Tipp. Die Sachen, die werden auf jeden Fall bis Weihnachten noch da sein, falls euch irgendwas gefällt. Ich habe extra nachgeschaut und ich glaube, ich muss auch nicht dazu sagen, dass es viel wichtiger ist, Zeit mit seinen Lieben zu verbringen, selbstverständlich, und das ist für mich mit das Wichtigste, natürlich Zeit zu verschenken, einfach schöne Momente mit der geliebten Person zu verbringen, schöne Erinnerungen zu schaffen, und wie gesagt, ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen. Und was ich aber noch erwähnen möchte, für alle die mich nicht kennen, dass es für mich ganz viele besondere Werte gibt und mit Sicherheit einer davon nicht der ist, wie viel ein Geschenk wert ist, also finanziell, sondern ob derjenige mir das mit Herz geschenkt hat, also ob er sich Gedanken gemacht hat, ob er sich überlegt hat, Mensch, was gefällt denn der Heidi oder der Mama oder der Ehefrau, also mir, was mag sie gerne, was hat sie für Hobbys, was hat sie vielleicht schon mal erwähnt, was sie bräuchte. Das ist für mich viel, viel wichtiger. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, der hat mir was für 30 Euro geschenkt, jetzt muss ich auch 30 Euro ausgeben. Also das ist für mich völliger Quatsch, denn jeder kauft das, was er kann, also nach dem Geldbeutel gerichtet, ja. Also meine Schwester zum Beispiel ist Studentin, die kann mit Sicherheit nicht so viel Geld ausgeben, wie ich jetzt für sie ausgebe, weil ich ja schon viel länger arbeite als sie und eben nicht studiere. So, das ist ja mal keine Frage und ich würde es auch nie von ihr verlangen. Also ich hoffe, das ist natürlich selbstverständlich. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Genug gequatscht, wir starten ins Video. Am besten ihr holt euch eine Tasse Tee, Kaffee, was auch immer, weil ich merke schon, ich bin schon wieder eine totale Labertasche heute, obwohl ich wollte, dass das Video kürzer wird. Weiß ich nicht, ob ich das einhalten werde. Drückt mir die Daumen, ihr werdet es ja jetzt gleich sehen. Also wir legen los mit meinem Lissandro, und zwar bekommt er was von Lego Technik. Der Lissandro liebt Lego Technik, da ist er dann an Heiligabend beschäftigt. Jedes Jahr bekommt er was von Lego Technik. Letztes Jahr haben sie alle zusammen allerdings so eine große Eisenbahn bekommen, da waren die echt so, so begeistert. Hier jetzt diese zwei Paketchen für den Lissandro, die sind vom Online-Shop 1000kind. Dazu später noch zur Verlosung mehr. Und zwar hat ja 1000kind wirklich alles für Kinder. Also selbst ich habe mir dort schon Schuhe bestellt. Meine Handtas habe ich mir dort bestellt. Die gab es eben in meiner Größe. Also von daher nicht nur für Kinder, dieser Online-Shop. Da gibt es wirklich alles. Von Klamotten, Schuhen, Möbel, Spielsachen, Bastelsachen, personalisierte Geschenke, wirklich alles. Ich spreche schon wieder viel mit meinen Händen heute, ne? Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, falls ihr irgendwas Besonderes aussucht, gerade diese personalisierten Geschichten, die sind sehr, sehr spannend, finde ich. Ich mag das sehr gerne, und das wird der Lissandro bekommen. Wir machen weiter mit einem Geschenk, über das ich mich zum Beispiel sehr freuen würde. Ihr wisst, wie sehr ich Lush liebe. Ich liebe deren Geschäftsphilosophie, ich liebe deren Produkte. Und deshalb stellvertretend mal dieses Produkt hier. Es ist eine Badebombe in Form eines Geschenkes. Das könnt ihr natürlich jetzt so nicht überreichen. Ihr müsstet das schön einpacken und zum Beispiel ein kleines Handtuch dazulegen oder Kerzen. Euch einfach dazu Gedanken machen, dass die Person, vielleicht hat sie eine stressige Woche gehabt oder einen stressigen Monat, viel, viel Arbeit, dann könnte sie sich einfach mal entspannen, im Bad ein schönes Bad nehmen, und das könntet ihr zum Beispiel auf eine Karte schreiben, nimm dir eine Auszeit, jetzt zum Beispiel, oder eine Tafel Schokolade dazu für die Nerven nach dem Bad, einfach, dass man sich dazu mal Gedanken gemacht hat. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel so Spa-Produkte verschenkt, eine Massage in irgendeinem schönen Spa-Zentrum, das kostet halt alles unheimlich viel Geld, und so kann man sich einfach auch eine schöne Zeit zu Hause machen. Jetzt kommen wir zu den Geschenken für meine Mama bzw. für meine Schwester, und da hat Flaconi richtig tolle Beauty-Boxen. Diese hier zum einen zum Beispiel für meine Schwester, und zwar ist sie in einem Berry-Look gehalten. Meine Schwester steht auch auf diese bärigen Töne, und wir haben hier verschiedene Produkte, und zwar von Lancôme, von Clinique, dann hier total edel von Yves Saint Laurent und hier noch von Estée Lauder. Es ist so, dass wenn ihr die Produkte einzeln kaufen würdet, viel mehr bezahlen müsstet. Das steht dann immer oben, der Betrag, und ihr seht dann quasi die Ersparnis. Also ihr könnt da wirklich tolle Schnäppchen machen für ganz, ganz edle Produkte,
die derjenige sich so vielleicht gar nicht kaufen würde. So wie auch meine Mutter zum Beispiel hier mit dieser wunderschönen Beautybox Yves Saint Laurent steht vorne drauf. Und auch hier wieder ganz, ganz tolle Produkte. Eins meiner liebsten Produkte zum Beispiel von Yves Saint Laurent, meine Babydoll-Mascara. Von der habe ich euch auch schon erzählt. Dann hier Black Opium. Und ein Yves Saint Laurent Lippenstift. Ganz, ganz edle Sachen. Wirklich, wenn ihr hier jetzt zum Beispiel einfach nur ein goldenes Band drum macht, beziehungsweise jetzt hier in dem Fall Silber, so eine richtig schöne Schleife, dann habt ihr wirklich ein ganz, ganz edles Geschenk und könnt es einfach so überreichen. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache bei Flaconi. Bei Flaconi habe ich ja wirklich schon des Öfteren bestellt. Ich mag die Produkte sehr, sehr gerne, weil die einfach auch viel günstiger sind als jetzt in irgendeinem anderen Online. Also da habe ich wirklich schon viel Geld gespart. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, hier, die ist für meine Mama mit einer richtig schönen goldenen Schleife. Da freut sie sich bestimmt drüber. Wir machen weiter mit einem Geschenkeset und zwar dieses hier. In dem Fall jetzt von L'Oréal. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Marken. Da könnt ihr mal gucken bei DM oder bei Müller, beim Rossmann, wenn ihr eine Frau beschenken wollt, von der ihr wisst, dass sie auf Make-up steht, aber sie vielleicht gar nicht so gut kennt. Bei mir ist es jetzt so der Fall und zwar, Achtung, jetzt nicht wundern, das wird an meine Postbotin gehen. Und zwar ist sie sehr, sehr fleißig. Sie muss hier jedes Mal ganz viele Treppen hoch, schwere Kartons hochtragen und begegnet mir jedes Mal mit einem Lächeln. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß auch, dass sie dafür Geld bekommt, aber mir teilweise Menschen begegnen, die jetzt nicht so viel Freude an ihrem Job haben. Ich das aber sehr, sehr wertschätze, dass sie so fleißig ist und dass sie immer ein Lächeln hat. Jedes Jahr bekommt sie was von mir, genauso wie unser Zeitungsausträger eigentlich. Ich sage eigentlich, denn wir haben seit neuestem die Frankfurter Allgemeine auf dem iPad. Das heißt, der Zeitungsausträger kommt nicht mehr zu uns, aber all die Jahre hat er auch was von uns bekommen. Das ist eine Art Wertschätzung und ich finde das auch wahnsinnig wichtig, deshalb dieses kleine Set. Jetzt machen wir weiter mit einem Tipp und zwar, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja so, wenn Kinder Bücher bekommen, zumindest meine Kinder, da freuen sie sich jetzt nicht übermäßig. Ne? Also wir müssen auch ehrlich miteinander sein, aber ich finde, wir sind ja die Eltern, also wir sind die Erziehungsberechtigten und wir leben es ihnen vor. Also das heißt, wenn meine Kinder mich auch des Öfteren mal mit einem Buch in der Hand sehen, dann wissen sie, aha, okay, es gehört zum Leben dazu. Ich finde es halt wahnsinnig wichtig. Ich habe auch gemerkt, dass meine Kinder dadurch in der Schule viel, viel besser sind, also in Deutsch, was Aufsätze betrifft und so weiter, wenn sie einfach viel lesen. Und deswegen fördere ich das natürlich zu jedem Geschenk. Für jeden gibt es ein Buch. Das mache ich schon all die Jahre so. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich immer so für meine Kinder gekauft habe. Ich habe ganz viele tolle Bücher dabei, aber ich glaube, das Video wird jetzt echt zu lang. Zum einen finde ich dieses hier zum Beispiel total gut, das große Buch vom Wampal. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Mein absolutes Lieblingsbuch allerdings, das zeige ich euch gleich, war ein ganz bestimmtes, da muss ich näher drauf eingehen. Dieses hier habe ich dem Max mal zu Weihnachten gekauft, der Zauberer von Oz. Das war dann für alle was. Wir sitzen dann gemütlich da und dann habe ich immer ein paar Seiten vorgelesen. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Auch als Familientradition, dass man das immer beibehält, dass die Mama einfach mal was vorliest, egal wie alt die Kinder sind. Und daran werden sie sich mit Sicherheit auch immer erinnern. Das sind tolle Erinnerungen. Dann habe ich hier zum Beispiel das 99. Schaf. Oh mein Gott, ich habe dieses Buch total geliebt und habe es auch des Öfteren vorgelesen. Jetzt sind meine Kinder leider schon etwas zu groß dafür. Aber ich werde es immer in Ehren halten. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsbuch in der Weihnachtszeit. Und zwar ist es dieses hier. Das hat eine richtig große Bedeutung für mich. Ich habe es von einer ganz bestimmten und besonderen Person geschenkt bekommen, die leider nicht mehr unter uns ist. Aber ich denke viel an sie und sie hat mir dieses Buch geschenkt, Marias kleiner Esel. Und zwar eine Weihnachtslegende. Ich habe es vor langer Zeit gelesen und es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber jetzt habe ich es wieder rausgeholt und in diesem Jahr werde ich es meinen Kindern auf jeden Fall vorlesen. Also falls ihr noch eine schöne Weihnachtsgeschichte sucht oder Weihnachtslegende, kann ich euch dieses Buch hier ans Herz legen. Ansonsten bin ich im Moment dabei, ein ganz, ganz tolles Buch zu lesen und zwar nennt es sich Hautnah von der Autorin Dr. Med. Jael Adler. Ich hoffe, dass ich es richtig sage.
Ich habe mir dazu von Marco, oder wie heißt der, Mirko? Marco Lanz, oder? Heißt der Marco Lanz? Eine Sendung angeschaut, da war sie eben zu Gast und ich habe sie so gefeiert. Diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Also sie ist Hautärztin, Dermatologin und sie spricht eben über die Haut. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Organ. Das ist das größte Organ, das wir haben. Und ich bin im Moment wirklich dabei, dieses Buch zu verschlingen, denn ja, irgendwie, man weiß vieles, ne? Und man hat es auch so drin, aber oftmals denkt man nicht dran. Die kleinste Sache zum Beispiel ist, dass wir ja alle möglichen Cremes kaufen und uns ständig irgendwie Pflegeprodukte kaufen, weil wir meinen, wir müssten unserer Haut irgendwas Gutes tun. Aber das ist im Prinzip völliger Quatsch. Falten zum Beispiel kann man nicht wegcremen. Ich meine, das ist mir schon lange bewusst, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, dieses Buch ist wirklich fantastisch. Ich bin im Moment dabei, das zu verschlingen. Kann ich euch wirklich ans Herz legen, das kostet 16,99 €. Also falls euch sowas interessiert, in meinem nächsten Vlog verlose ich auch eins. Ich habe es hier drüben, aber ich zeige es euch gerne mal, damit ihr mir das auch wirklich glaubt. Und zwar ist es dieses hier. Einmal für Instagram habe ich das noch hier und einmal für euch dann auf YouTube. Genau, aber zu der Verlosung kommen wir dann ein anderes Mal. Heute habe ich ja eine andere Verlosung für euch. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Es ist zwar Weihnachten, aber ich möchte mir das gerne aufheben. Also wirklich ein ganz, ganz toller Buchtipp an euch, wenn ihr einfach mehr über eure Haut erfahren wollt, kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Jetzt kommen wir mal zum Geschenketipp für meinen Sohn Moritz. Diese hier zeige ich euch gleich. Da muss ich nämlich ein bisschen ausholen, weil die so bombastisch sind. Hier habe ich genau noch einen Gutschein, einen Geschenkgutschein. Wollte ich euch auch mal zeigen. Ich meine, das ist klar, manche Kinder, wenn sie eben älter sind, so wie meine unter anderem auch, da ist es einfacher, einen Geschenkgutschein zu schenken, wenn man sie nicht so gut kennt. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Nichte, die man vielleicht nicht so oft sieht. Dann ist das Geld wirklich besser investiert. Denn mir geht es so, ich sage mir immer, für mein hart erarbeitetes Geld möchte ich was kaufen, mit dem derjenige auch seine Freude hat. Und wenn ich den aber nicht so gut kenne, kaufe ich lieber einen Gutschein. Und dann kann er sich das kaufen, was er sich eben wünscht. Dann machen wir mal weiter mit Max. Und zwar hat sich der Max sein Geschenk selbst bestellt. Und zwar diese Uhr hier von Samsung Gear S2. Die ist jetzt noch zugeklebt. Die mache ich jetzt natürlich ungern auf. Ich muss die noch schön verpacken. Bei Max ist es so, und das vereinfacht mir natürlich einiges. Er hat sich das selbst bestellt. Und dann weiß ich auch ganz genau, was er sich wünscht. Dann kann ich nichts falsch machen und ich denke, er freut sich sehr über diese Uhr. Ich habe dann noch eine Kleinigkeit für ihn, aber das ist dann eher eine Überraschung. Der Gianluca, der wird diese Kopfhörer hier bekommen und zwar von Sudio. Da hatte ich euch schon diese In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Richtig cool an diesen Kopfhörern ist, dass sie mit Bluetooth funktionieren. Das heißt, ihr habt keine lästigen Kabel, ihr verbindet das Ganze mit eurem Handy und dann könnt ihr richtig coole Musik hören. Ich hatte euch die In-Ear ja schon vorgestellt, also der Max durfte die ja testen und er hat die wirklich für super empfunden, also für gut bewertet, sagen wir es mal so. Und deshalb für den Gianluca diese hier, er wollte die großen, also ich hätte sie in weiß genommen, aber der Gianluca fand die eben in schwarz viel schöner. Und dann habt ihr hier noch diese Teilchen hier, die könnt ihr euch hier noch so dran machen, dann habt ihr ein bisschen einen anderen Style. Das ist so marmoriert in schwarz, sieht sehr, sehr edel aus. Ich habe übrigens hier auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich RosellaMia15. Da könnt ihr bei Sudio 15% sparen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt kommen wir noch zu meinem Sohnemann Moritz. Und zwar wird er dieses Geschenk hier bekommen von der Firma Cosmos. Cosmo Bits nennt sich das, und zwar Spielen, Programmieren, Lernen. Dieses Spiel hier ist der absolute Wahnsinn. Der Max hat es schon getestet, der hat es wirklich auf Herz und Nieren auseinandergenommen. Super interessant, ich habe ihn dabei beobachtet und der hat es verschlungen, wirklich. Also so sieht das Ganze aus, es ist alles ganz, ganz wunderbar verpackt, es riecht überhaupt nicht künstlich, hier sind keine Spitzenkanten, gar nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Und es ist so, dass hier eine Konsole mit darin enthalten ist, die man sich selbst zusammenbauen kann. Das heißt, für Kinder, die sich mit Computer beschäftigen, mit dieser ganzen Programmiererei, falls sie das interessant finden, ist das auf jeden Fall was für sie. Zwischen 11 und 14 Jahren ist es geeignet. Hier habt ihr noch so kleine Teilchen, das sind wie so Monster-Roboter.
denn es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Also das heißt, diese kleinen Monster, die müssen über Hindernisse, die müssen sie bewältigen und dann sammeln sie Roboter, die dann am Ende des Levels in den echten Programmiercode eingesetzt werden, was sehr, sehr spannend ist. Und dann habt ihr jetzt hier dann noch alternativ so ein Handbuch dabei. Und zwar ist es so, dass ihr hier 19 Projekte noch habt und hier dann weiter programmieren könnt und so weiter. Der Max hat mir das alles ganz, ganz genau erklärt und erzählt. Wenn ihr möchtet, gehe ich da dann nochmal näher ein in meinem nächsten Vlog. Also er hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben und hat wirklich alles auseinandergenommen. Hat mir hier auch ein paar Stichpunkte gemacht, hat gemeint, Mama, das musst du auf jeden Fall dann nochmal genauer erklären und erzählen. Also wie gesagt, heutzutage sind ja unsere Kinder schon auch, und das gebe ich auch zu, sehr viel mit Computer und Handy in Verbindung, allein schon wegen der Schule. Also das muss man auch zugeben, ne? Wenn der Lissandro irgendwas wissen will, dann googeln wir das auch. Und dafür finde ich sowas wirklich sehr, sehr interessant, weil ich habe noch nie eine Konsole gesehen, die man selbst zusammenbauen kann. Und jetzt gerade für Moritz, der interessiert sich sehr für sowas, finde ich das wirklich ideal. Also da könnt ihr schon mal nichts falsch machen, falls ihr auch ein Kind habt, das sich mit sowas sehr, sehr gerne beschäftigt, sehr gerne Dinge programmiert oder das mal testen möchte, weil es ist ja natürlich erstmal so, dass es spielend, also man lernt das spielend, ne? Es ist eine Vorstufe und dafür finde ich das wirklich sehr, sehr interessant und deshalb wollte ich das euch heute noch in diesem Video zeigen. Und jetzt kommen wir noch zu guter Letzt zu Produkten, die, oh mein Gott, so, so schön sind. Also wenn ihr die jetzt sehen werdet, werdet ihr mir mit Sicherheit recht geben. Und zwar handelt es sich um Paletten der Firma Luvia. Luvia dürfte euch ein Begriff sein. Und zwar habe ich Pinsel von der Firma Luvia, die ich schon getestet habe, die ich super finde, die ich jeden Tag verwende. Und bei diesen Produkten hier ist es so, dass sie vegan und tierversuchsfrei sind, was natürlich bombastisch ist und ich da voll hinterstehe. Und diese Paletten hier sind so, so gigantisch. Wirklich, die sind so edel. Mit dieser hier zum Beispiel habe ich mich heute geschminkt und allein schon dieses Packaging, diese Verpackung hier, wenn ihr das nochmal schön in Geschenkpapier packt und derjenige das dann so auspackt, also ich würde mich so, 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 so doll darüber freuen. Wirklich auch preislich sind die top. Die sind wirklich ein Drittel günstiger als eine ganz besondere Marke, zu der ich finde, dass es ein Dupe ist. Schaut euch mal bitte an, wie schön diese Palette hier ankommt. Auch die Farben sind wunderschön. Ihr habt hier zwar so einen Applikator noch mit dabei, aber den verwende ich jetzt nicht. Ich verwende, wie gesagt, meine Pinsel von Luvia. Die Lidschatten, die sind wirklich ganz, ganz butterweich, lassen sich schön auftragen, sind sehr, sehr haltbar und ich bin echt schwer begeistert. Ich blende euch jetzt am besten mal alle ein, auch in Nahaufnahme, damit ihr die besser sehen könnt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch die Palette, die wollte ich euch auch mal zeigen. Und zwar ist es ein Bronzer, der sehr aschig ist, dann ein Highlighter und ein Duo Blush. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, diese Palette. Damit könnt ihr wirklich eurer Schwester, eurer Mutter, eurer Freundin zum Beispiel eine Riesenfreude machen für das Geld. Da stehe ich wirklich dahinter, da könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Oder für euch selbst zum Beispiel, wenn ihr euch eine Freude machen wollt. Und diese Palette hier zum Beispiel, die wird an meine Schwester gehen, denn man kann es vielleicht schon erkennen, die ist ein bisschen quietschiger. Also die Farben sind jetzt nicht so ideal für mich, das muss ich schon auch zugeben. Aber auch hier wieder das Packaging, oh mein Gott. Ich bin verliebt und zwar sind diese Farben hier eher, ja, vielleicht was für jüngere Mädels. Also für mich jetzt nicht so geeignet, außer vielleicht dieser Goldton hier und diese hellen Farben. Vielleicht für Silvester auch geeignet, beziehungsweise für Silvester habe ich diese Palette hier zum Beispiel. Kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar ist es diese hier, Smoky Eye. Genau, die möchte ich euch auch unbedingt zeigen. Also wie gesagt, diese Produkte sind der absolute Wahnsinn. Hier könnt ihr ganz, ganz schöne, wunderschöne Augen-Make-ups zaubern, jetzt ideal für die Feiertage, ganz, ganz toll. Und ich habe auch noch eine Matte dabei. Das ist eine in bräunlicheren Tönen, genau, die gefällt mir auch super gut. Das sind halt so meine Farben, ne? Also meine zwei Favoriten stehen fest, die zeige ich euch gerne gleich nochmal. Also unter anderem diese hier, die hat eben diese matten Töne. Ich mag im Moment sowieso eher die matten Töne, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute habe ich mal wieder ein bisschen Glitzer drauf. Da habe ich die andere Palette verwendet, also wie gesagt diese hier. Und die andere sind meine absoluten Favoriten, also diese braune hier und diese hier. Moment, ich zeige sie euch.
Und zwar diese hier, genau, mit der habe ich mich heute auch geschminkt. Wirklich wunderschön. Also ich bin so verliebt. Und ein Teilchen zeige ich euch gleich noch. Zeige ich euch noch mal ganz kurz diese Palette hier. Oh mein Gott, ist die nicht wunderschön? Und das ist definitiv ein Dupe. Zu einer Marke, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber die ultra teuer ist. Von der habe ich auch eine Lidschattenpalette. Aber egal, jetzt kommen wir zu einem absoluten Schätzchen. Als ich das aufgemacht habe, habe ich echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Also wenn ich das von jemandem geschenkt bekommen würde, würde ich echt erstmal umkippen. Und zwar, Achtung, ich hoffe, ihr sitzt. Ich mache es jetzt mal auf. Tada! Der Wahnsinn, oder? Schaut euch bitte schön mal diesen Kabuki an. Ist der nicht edel? Ich hatte noch nie so einen wunderschönen Kabuki. Auch schon in einer wunderschönen Geschenkverpackung, wie ich finde. Man müsste einfach nur eine Schleife drum machen oder eben Geschenkpapier. Es ist wahnsinnig edel und ich glaube, jede, wirklich jede, würde sich über so ein Geschenk freuen. Dann war es das eigentlich jetzt soweit schon an Geschenken. Also ich finde, das ist eine ganze Menge. Ich habe zwar noch ein paar Ideen, wie zum Beispiel, wenn ihr was ganz Schnelles machen wollt. Dieses hier, dazu hatte ich euch mal ein Video gemacht letztes Jahr. Einfach ein Glas. Dann braucht ihr Eiweiß und Zucker und dann könnt ihr ein Teelicht reinstellen. Das Video dazu, das verlinke ich euch mal unten in der Infobox, wenn schnell gehen muss, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist sowas natürlich auch ganz, ganz praktisch. Und jetzt kommen wir noch, wie versprochen, zur Verlosung. Und zwar darf ich, oh mein Gott, Trommelwirbel, 3 Gutscheine à 50 Euro vom Online-Shop 1000kind verlosen. Ich finde, das ist eine ganze, ganze Menge Geld. Ich hoffe, ihr freut euch. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Online-Shop 1000kind. Kind. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass ich das meinen Abonnenten ermöglichen kann. Falls ihr also gewinnen wollt und euch genauso freut, wie ich mich freue, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox, da stehen alle Teilnahmebedingungen. Und falls ihr dann mitmacht, schaut auch immer wieder mal bitte, ob ihr dann gewonnen habt, sonst bin ich die ganze Zeit nur dabei, E-Mails zu schreiben, was natürlich auch kein Problem wäre, aber ich das Ganze dann natürlich auch schnell abwickeln möchte, damit ihr euch was Schönes bestellen könnt. Und ja, ich bin total begeistert und ganz, ganz glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn eine kleine Inspiration für euch dabei war. Sorry auch an dieser Stelle, dass das Video so lange geworden ist, aber es war ja, wie gesagt, eine ganze Menge. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und vielleicht eine kleine Inspiration dabei war. Ansonsten würde ich mich jetzt total freuen, wenn ihr mal bei meinem letzten Video vorbeischaut, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und zwar dekoriere ich da unser Haus. Hier mein Leuchtobjekt, da bin ich auf die Leiter. Der Max hat mir geholfen, einige von euch hatten ein bisschen Angst. Ansonsten seht ihr drüben unseren Tannenbaum und noch so ein paar andere Sachen. Das Video dazu, das verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Ich glaube, ich muss es nicht mehr dazu sagen. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen 4. Advent. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Tschüss!